60 in Weiß und Blau. Direkt mal mit einem starken Beginn. Das 1:0 nach 13 Spielminuten. Viel Vortrieb. Hier mal Mölders, der den Ball in die Spitze bringt. Roll will klären und dann kommt Adriano Grimaldi mit einem ganz feinen Füßchen. Zweiter Durchgang. Grimaldi, der kann Tore schießen. Ja, der kann aber auch vorbereiten. Das 3:0 nach 51 Minuten. Und damit war bei Lotte auch alles weg. An Motivation, an Gegenwehr. 60 stürmte immer weiter. Das 4:0 in der 65. Wieder klasse Freistoß von Steinhardt. Grimaldi mit einem überragenden Kopfball für einen Aufsteiger. Ein Beispiel dafür. Stefan Lex, einer der Top-Neuzugänge, nur von der Bank. Er belohnte sich aber mit all seiner Routine in der 89. noch mit dem 5:1. Und das war auch gleichbedeutend. Es dauerte eine halbe Stunde, ehe die Gäste sich das erste Mal vor dem gegnerischen Tor zeigten. Aber dann so richtig. Adriano Grimaldi profitiert vom Fehler von Nils Körber. 1:0 ging es in die Kabine und sie machten so weiter in Durchgang 2, wie sie aufgehört hatten. 47. Minute, wieder Standard, wieder Tor, wieder Grimaldi. Und die 60er von Anfang an hellwach. Erstmal der Rückpass auf Daniel Bernhard, der ihm da völlig über den Schlappen rutscht. Und dann ist es Karger, 19. Minute, das 1:0 für den TSV 1860 München. Wisch schaltet schnell. Und daraus entwickelt sich ein Konter. Weber mit dem klasse Pass auf Abruscia. Der sieht Karger, nimmt ein bisschen das Tempo raus, aber dann bekommt er die Kugel wieder. Steht völlig frei. Und natürlich auf Ahlener Seite war man alles andere als zufrieden mit diesem Ergebnis. Aber es wurde nicht besser. Kaum war wieder angepfiffen, schon schepperte es erneut im Gepäck. Vom Unparteiischen zu hart. Die Entscheidung für meine Begriffe, der anschließende Freistoß und 4:1 für die 60er. Efkan Bekiroglu mit dem Schlusspunkt für die Löwen. Weiterhin die Kontrolle übernahm. Dann kam eben mal die Standard auf der anderen Seite und die fällt doch tatsächlich rein. 33 Minuten gespielt, dann wieder 60, von der Spielanlage eine Spur besser. Grimaldi, was für ein Traumpass. Und dann geht's schnell und schnörkellos zum 2:0. Dann Philipp Steinhardt mit einem Freistoß. Das ist ja eine Spezialität. Und auch diese schmeckt den Löwen wieder besonders gut. 1:0 die Führung für die Gäste. Dem Schiedsrichter, dem kann man allerdings keinen Vorwurf machen. Und Philipp Steinhardt sagt Dankeschön. Sein erster Saisontreffer, nachdem er nun bereits 5 vorgelegt hat. Zum 2:2, zum Endstand. Vor allem nach Standards stark ist durch ihn, durch Steinhardt. Und da ist es wieder passiert. Und das ist die unmittelbare Reaktion von Löwentrainer Daniel Birovka. Und offensiv mit kernigem physischen Umschaltspiel. Zweiter Durchgang läuft 10 Minuten. Und da ist Adriano Grimaldi mit dem 0:1. Hat schon 7 Tore vorbereitet. Nochmal Steinhardt und hier Adriano Grimaldi. 64. Minute. Bekirolu, der auf Lacazette. Grimaldi, da ist Stefan Lex, der Bundesliga erfahrene Profi. Wieder Lacazette, der lässt durch. Und am Ende steht es 1:0. Und pfiffiger in der Nachspielzeit, in der 93. Minute, dann noch das 2:0 durch den eingewechselten Kindsvater. Und der sollte sofort in Aktion treten. Hier, 7. Minute am Ball, zieht einfach mal ab. Und drin war er, die Führung für den TSV 1860 München. Nochmal die Löwen mit Benny Kindsvater. Maßgenau auf Sascha Mölders. Der Ausgleich, 82. Minute. Riesenjubel im Grünwalder Stadion. Mehr als umstritten. Und der Ausgleich durch Philipp Steinhardt, 66. Minute. Jetzt durften die anderen jubeln. Hinten sträflich alleine gelassen, deswegen Tor. Auf der anderen Seite auch ein Tor nach Eckball, nach 29 Minuten. Lorenz setzt sich da prima durch. Die Löwen kamen noch mal gefährlich nach vorne. Wir sind schon in der 90. Minute. Grimaldi mit dem 2:3.
Anschlusstreffer. Ein schneller Pass zur Mittellinie, dann Mölders leitet sofort weiter. Stefan Lex frei durch und dann der wunderschöne Abschluss, das 1:0 für die Löwen. Das zweite Saisontor für Stefan Lex. Aber die Entscheidung absolut korrekt und Philipp Steinhardt mit dem 2:0. Die 31. Minute, das dritte Saisontor für den Top-Vorbereiter. Zweiter Abschnitt. 60 bemüht den Kratz Lex von der Linie und hier kommt Nico Kager. 62. Minute, 1:1. Steinhardt hat das Auge für Efkan Bekirolu. Der Deutsch-Türke trifft den Ball perfekt. 10 Minuten gespielt, 85. läuft Steinhardt mit der Hereingabe und hinten wartet Quirin Moll. 2:1, dann doch noch der Führungstreffer für die Löwen. Diese Szene, der lange Ball, Lottes Verteidiger Rahn spielt den Ball zurück und verschätzt sich damit vollkommen. Karger ist zur Stelle und trifft zum 1:0 für die Löwen. Die Löwen in Unterzahl nach einer guten Stunde, trotz allem mit einer Antwort. Und was für einer, der Ausgleich. Flankt Steinhardt, nee, der täuscht an und Wein schießt und zwar direkt. Vollert überrascht und Weber ist da. Lange Zeit sah das zumindest so aus. Dann diese Aktion und plötzlich der Ball doch im Tor. Und 60 stürmte weiter. Platz aus der zweiten Linie und plötzlich viel zu viel Platz. Über Kager. Der wird zunächst abgeblockt. Zweite Chance für Mölders. Rauhut ist da und ist dann chancenlos gegen Lex. Wieder Kager und im Zentrum marschiert Owusu auf und davon. Er ist nicht aufzuhalten und Rauhut hat erneut Pech. Zack, da ist Kager und auf einmal kommt Mölders auf den Plan, nutzt den Fehler, der Rostocker eiskalt. Mit dem Ball für Herbert Paul. Und da ist Sascha Mölders. Mölders stark auf Steinhardt und in der Mitte Kager 1:0. 1860. Das ist Owusu in der Sturmspitze. Und dann wird's kurios. Leon Bethke, der hält den Ball eigentlich noch, aber irgendwie kommt der zu Stefan Lex. Und so Philipp Steinhardt gegen Erik Domaschke. 32. Minute. Das 1:0 für den TSV 1860. 68. Minute. Steinhardt beim Freistoß und plötzlich aus dem Nichts die Führung für 1860. Kindsvater dann in der 10. Minute. Nart Miatke und im Zentrum kommt Daniel Weiner den Ball. Ausgleich. Kommt 1860 nochmal zurück. Jawohl, sie kommen. Und wie in der 55. Es geht Schlag auf Schlag. Sascha Mölders mit einem platzierten Linksschuss. Und dann die 18. Minute. Kindsvater kommt an den Ball. Starkes Dribbling. Noch besserer Abschluss. Ballverlust vor erstem Vorwärtsgang. Philipp Steinhardt mit der Hereingabe. Und dann springt der Ball zu Mölders. München mit einer Vielzahl an großen Chancen. Aber in der 85. Minute war es dann doch passiert. Der eingewechselte Owusu mit dem 3:2 köpft die Löwen zum Klassenerhalt und Fortuna Köln damit in die Regionalliga.